Ich mache mich heute mit euch zusammen fertig und wie dieses Gesicht hier entsteht, das zeige ich dir nach dem Intro. Heute gibt es einiges zu besprechen. Ja, so Dinge, die mir halt aufgefallen sind. So vlogmäßig bin ich ja eigentlich eher auf meinem Zeitkanal unterwegs, minimalistisch, intuitiv, vegan. Aber heute betrifft es eigentlich nur die Materie, die ich hier ja anbiete. Und von dem her hatte ich erst überlegt, mich so vor die Kamera zu setzen, aber wir machen einen Schminkvlog. Ich versuche mir jetzt ein bisschen Feuchtigkeit ins Gesicht zu zaubern. Von Colibri habe ich mir das Aloe Vera gekauft. Dazu wird es, denke ich, auch noch ein Video geben. Aber was ich schon mal sagen kann, ist, der Spender ist richtig schlimm. Der Spender ist leider richtig, richtig schlimm, weil da schießt das Produkt sowas von raus. Ich versuche immer ganz leicht auf den Spender drauf zu drücken. Also, und dieses Ding hier, aber das ist so. Pff. Ich hatte das noch nie. Ich hatte das wirklich noch nie. Aber naja. Ich versuche mich heute ein zweites Mal am Mineral-Make-up. Einige von euch haben ja auch. Ich habe wieder nichts auf meiner Hose. Einige von euch haben ja auch gesagt, so schlimm sieht es gar nicht aus, wie du denkst. Das würde schon passen. Ja. Wir probieren es einfach nochmal aus. Manchmal ist man mit sich selber auch viel zu kritisch. Über was ich mit euch reden möchte, ist das Thema Reviews. Ich mache hier ja ziemlich viele Reviews über Produkte, die ich vertreten kann. Jetzt bin ich natürlich nicht der Nabel der Welt, das ist schon klar. Aber ich finde es halt einfach auch ein Unding, keine schlechten Reviews machen zu dürfen. Also es ist schon klar, dass die Menschen auf Kritik mehr reagieren als auf Positives. Das ist schon logisch. Und ich mache ja auch nicht gezielt irgendwelche Produkte schlecht, weil durch das Schlechtmachen setzt du da ja auch einen Fokus drauf, ne? Also ist so. Und ich habe auch keine Lust, mir gezielt irgendwelche schlechten Produkte zu besorgen. Das macht ja auch keinen Sinn. Das ist ja nicht Sinn und Zweck der Sache, ne? Also, mir passiert es halt manchmal, dass ich eben Produkte kaufe, die nicht ganz so geil sind. Oder wo ich mich irgendwie verguckt habe. Passiert halt auch manchmal. So mein Skandalvideo ist ja das Zette Natural Video, wo ich über das Retinol spreche. Das hat anhand von YouTube hat das so einen, wie sagt man, Zuwachs bekommen. Das ist irgendwie im Algorithmus ist das irgendwie so krass gepusht worden. Aber so dass halt nur ganz seltsame Leute auch diesem Video kommentiert haben. Mir sind sogar E-Mails geschrieben worden, wo ich aufs Übelste beleidigt worden bin. Also es war bei keinem Video war das so schlimm. Stellenweise eben sind die Leute auch persönlich geworden, weil sie der Meinung waren, ja, ich hätte nicht das Recht dazu, ihr Produkt jetzt da so schlecht zu machen und was mir einfallen würde, ein Video ins Netz zu stellen. Es ist ja eine Videoplattform und ich mache hier ja im Endeffekt nichts Gefährliches. Also
Ich beeinflusse Menschen nicht negativ. Jetzt hatte ich mir dieses Produkt ja gerade gekauft gehabt, als ich noch nicht so wirklich informiert war. Ich meine, ich bin in die Materie erst so das letzte Jahr über reingekommen. Und das Ding war auch irgendwie, ich hatte mir das Produkt gekauft, das ist so eine große Bottle gewesen. Ich hatte mir das Produkt gekauft und habe nicht auf die Menge geguckt. Es stehen ja immer so viele Informationen auf Amazon, dass du manchmal solche Sachen einfach überliest. Ne? Ist ja nicht schlimm. Und dann kam halt so eine große Bottle bei mir an. Und ich dachte mir nur so, Scheiße, was ist denn das? Das kann ja nichts sein. Und Marketing von Firmen, alle machen sie das auf gewisse Art und Weise. Ne? Also wenn sie merken, sie können auf gewisse Art und Weise irgendwie Geld verdienen, dann versuchen sie das auch. Mein Bruder arbeitet zum Beispiel für eine Firma, die eben jetzt auch Kosmetik vertreibt, die eben auch ein so hinterlistiges Marketing haben, wo ich mir auch denke, so ja, wenn du als Endverbraucher dich einfach nicht näher mit der Materie beschäftigst und du kannst nicht von allen erwarten, dass sie sich mit allem immer und überall auskennen und beschäftigen, dann wirst du nach Strich und Faden einfach verarscht. Ihr kennt die ohne Gedönsmarke, die kennt ihr. Und mein Bruder hatte nie vor, eigentlich für die Marke jetzt zu arbeiten, sondern der Chef von ihm hat noch einen anderen Zweig, wo er tätig ist. Und da war eigentlich ursprünglich mein Bruder auch dafür zuständig. Und jetzt ist er halt immer mehr für die Kosmetikschiene zuständig. Und da wird zum einen eben dieser Hashtag ohne Gedöns verwendet. Und aber der Endverbraucher wird in der Hinsicht schon ein bisschen für dumm verkauft, weil beim einen Produkt schreiben sie, sie arbeiten nicht mit Mikroplastik, da ist es dann auch nicht drin. Beim nächsten Produkt ist es dann wieder drin. Die Sonnencreme von denen ist zum Beispiel ganz schlimm. Zumal dann auch noch schlechte Filter verwendet werden. Tricksen tun sie alle. Tricksen tun sie alle. Aber es ist doch auch richtig, wenn man genau das aufdeckt und eben die Meinung diesbezüglich sagt, weil wir müssen einfach aufpassen, was Kosmetik betrifft. Ja, also auch Kleidung gibt Mikroplastik ab. Das ist schon klar. Ich habe übrigens ein Video zum Thema Mikroplastik gemacht. Neuer Bronzer von Alterra. Ich habe ein Video zu Mikroplastik gemacht, falls du das noch nicht gesehen hast. Und das kann nicht sein, dass wir in Kosmetik Mikroplastik drin haben, wo wir das auch ohne weiteres vermeiden können. Und die Hersteller nutzen das halt aus, weil der Endverbraucher sich nicht auskennt und weiter die Produkte kauft. Wie soll sich denn was ändern? Und jetzt habe ich mir halt erlaubt, bei dem Certain Natural Retinol eben Dinge anzumahnen wie ein schlechtes Vitamin C, dann eben ein Retinol, was eben nicht so geil ist, ne? Und ein Hyaluron, was eben auch nicht so geil ist. Und das ist natürlich auch klar, für den Preis kannst du nicht viel erwarten. Wollte ich eigentlich im Endeffekt auch gar nicht. Aber ich war dann auch baff, so eine riesen Flasche zu kriegen. Aber das war mein Fehler. Ne? Und darauf wurde unwahrscheinlich rumgereitet. Wahnsinn. Echt Wahnsinn. Ich habe übrigens meinen letzten Bronzer weggeschmissen. Weil wenn eure Kosmetik mal eine Weile lang alt ist, verwendet die nicht bis was weiß ich wie lange. Es ist auf eurer Haut drauf und damit macht ihr euch echt
tut ihr euch keinen Gefallen. Das hier ist zum Beispiel auch schon richtig, richtig alt, aber der riecht noch neutral. Ich gehe bei Produkten immer nach dem Geruch. Also ich schaue immer, was der Geruch so bietet. Und wenn das irgendwie vom Geruch her richtig seltsam wird, dann schmeiße ich die Sachen weg. Der hier riecht nach gar nichts. Und ich bin da direkt inzwischen strikt. Ich schmeiß Sachen weg, wenn sie komisch riechen. Auch Puderprodukte. Ich war früher immer so bei den Puderprodukten, dass ich gesagt habe, ah, das behalte ich mal noch und so. Auch bei den Lidschatten. Und die riechen jetzt auch nicht komisch. Die haben halt ihren Hauptgeruch, ihr Merkmal, ihr Allwerde-Merkmal haben sie verloren. Aber komisch riechen tun sie nicht. Manche Lidschatten, gerade von Catrice, die fangen richtig an, so nach Knete zu riechen. Die riechen auch noch nichts. Also, ich habe auch viele Catrice-Lidschatten weggeschmissen, weil mir das einfach echt ein bisschen zu krass war. Jetzt wollte ich schon mit Lidschatten loslegen und habe noch keinen Primer drauf gemacht. Den brauche ich schon. Ja, und mir ist halt auch auf anderen Kanälen aufgefallen, gerade was so schlechte Reviews betrifft, wenn man sich entscheidet, eben eine Review halt hochzuladen, das mache ich ja nicht dauerhaft. Ich bin ja jetzt nicht da, um alles schlecht zu machen. Dann ist es meistens so, dass die Videos schlecht bewertet werden. So habe ich mir bei dem Face the Ori Serum habe ich mir auch erlaubt zu sagen, dass ich das als schlechtestes Produkt aus der Face the Ori Reihe empfinde. Und prompt habe ich wieder eine schlechte Bewertung bekommen. Also will man als Endverbraucher keine realen Meinungen haben? Also ich bin nicht dazu da, um nur Positives zu sagen, wenn es eben auch negative Aspekte gibt. Ne? Also wie jetzt beispielsweise bei dem Produkt der Spender. Der ist halt einfach echt too much. Du musst halt wirklich aufpassen. Du kannst dir nicht so normal was rausholen, weil das spritzt so raus. Das ist einfach brutal. Jetzt machen wir mal zuerst die Augenbrauen. So komische Augenbrauen. Ich bin mir echt am überlegen, die machen zu lassen. Aber durch das, dass ich halt so komische Haare habe, kann ich mir nicht vorstellen, dass ich die permanent machen kann. Aber ich würde es schon gerne mal probieren. Weil die halt einfach, ich habe sehr viele Lücken, sehr, sehr viele Lücken. Und durch das, dass ich halt, dass die halt nicht so ausgefüllt sind wie bei manch einem anderen und eher länger sind, tue ich mir halt auch mit einem Stift schwer. Die sehen sehr schnell sehr, sehr angemalt aus. Und das von Essence, das kaufe ich mir wieder. Das ist echt nicht schlecht. Sollte ich mir jetzt auch mal einen Ersatz kaufen, weil das jetzt auch schon wieder eine Weile alt ist. Zumal ich übermäßig grau in den Augenbrauen werde. Haare schon auch so ein bisschen, aber Augenbrauen ist richtig, richtig krass. Richtig krass. Mache ich mal noch ein bisschen Highlighter drauf. Dazu verwende ich den Highlighter von La Vera. Man sieht es nicht. Also ich habe hier meinen Kanal nicht, weil ich der Meinung bin, ich bin der Nabel der Welt. Ich verteile eine Meinung und das ist eine Meinung von vielen, bloß dass meine Meinung eben auf Video ist. Ne? Also ich bin nicht der Meinung,
dass ich ausschlaggebend bin, das nicht. Aber wenn ich zum Beispiel Menschen auf das Thema Mikroplastik aufmerksam mache. Und ja, es ist schon einfacher, eine flüssige Foundation mit Mikroplastik aufzutragen, als das hier jetzt, weil ihr habt gesehen, du musst halt schon einige Male drüber gehen. Die Lili Lolo Produkte, die sind besser. Die sind definitiv besser. Und auch so flüssige Foundations ohne Mikroplastik lassen sich halt nicht so ohne weiteres auftragen. Aber es ist halt nochmal Fakt, dass wenn man den Endverbraucher darauf nicht hinweist, dass sich sonst nichts ändert. Und wenn eine Marke hergeht und einfach ihre Produkte so stark beduften, und das ist halt nun mal kontraproduktiv, wenn man sich ein bisschen mit der Thematik auseinandersetzt, dann sage ich das auch. Dann nehme ich mir das Recht raus und sage das. Ich meine, das wäre ja echt blöd, wenn ich das nicht machen würde. Wenn ich hier alles irgendwie nur gut bewerten würde und ich nehme ja nicht extra irgendwelche Produkte raus und bewerte sie schlecht. Ja, also das wäre ja schon sehr, 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 sehr seltsam. Mit dem Thema Schminke bin ich irgendwie inzwischen so ein bisschen kritisch, weil ich ja hauptsächlich gar nicht mehr geschminkt bin und mich eben auch inzwischen ungeschminkt auf gewisse Art und Weise einfach wohler fühle. Und für mich ist halt so dieses Abschminkding, auch wenn meine Hautpflegeroutine inzwischen sich um einiges verbessert hat, so ist diese ganze Abschminkerei, finde ich halt irre nervig. Auch den sollte ich mal wieder erneuern. So, dann haben wir hier den Concealer. Ja, also diese Produkte, die eben kein Flüssigplastik enthalten, die sind eben auf gewisse Art und Weise noch nicht so ausgefeilt. Ist halt nun mal so. Aber das sollte man halt auch nicht, und ich will da niemanden anlügen, das sollte man halt nicht so egoistisch sein und sagen, ja, aber, und ich will das aber so. Ich bin halt der Meinung, so bei der Kleidung kannst du oftmals das nicht ändern. Also, dass deine Kleidung eben so kleine Partikelchen abgibt. Da bin ich wiederum egoistisch und sage, ich möchte halt nicht nur irgendwas mit Baumwolle tragen. Sondern ich gehe oft nach Gefallen, wenn ich Secondhand-Kleidung habe. Und das ist auch vollkommen in Ordnung. Nur bei der Kosmetik wird sich nichts ändern, wenn wir nichts ändern. Das ist übrigens eine Lippenpflege von No Cosmetics, No Make-up, ich sag immer No Cosmetics, No Make-up. Und die habe ich bekommen, das ist ein PR-Sample. Ich bin mit der Caro so ein bisschen in Kontakt gerade. Und vielleicht wollen wir, wenn die neuen Produkte rauskommen, was zusammen machen. Mal schauen, ob das zustande kommt. Also Bock hätte ich auf jeden Fall. So, jetzt aber Lidschatten. Also mir ist eine gute Pflege inzwischen viel wichtiger als irgendwie Schminke.
Ich habe einfach auch rausgefunden, ich werde so oft darauf angesprochen auch, bist du geschminkt oder nicht? Klar, an den Augen sieht man es dann schon, aber oftmals sagt man mir schon nach, ob ich irgendwie Make-up oder Concealer auf dem Gesicht hätte. Klar, das Licht schluckt schon unwahrscheinlich viel. Das ist schon klar. Aber guckt euch wirklich mal euer Make-up an und guckt mal, was so Mikroplastik enthält. Und bei Mikroplastik oder bei Produkten mit Mikroplastik zählt wirklich nicht aufbrauchen, sondern wegschmeißen. Weil aufbrauchen bedeutet, du spülst das in den Wasserkreislauf und das ist nicht gut. Das ist definitiv nicht gut. Ich wurde vor kurzem zum Beispiel auch darauf hingewiesen, dass ich bei meinen Acrylfarben bitte aufpassen soll. Und da habe ich auch nicht nachgedacht, ja, dass man bestimmte Dinge einfach nicht weiß, ist nicht schlimm. Ja, so ist das halt nun mal. Und Dinge vergisst man halt auch einfach. Und ich habe angefangen, Steine zu bemalen und habe mir so zwei so toben Acrylfarben gekauft. Und das ist natürlich auch Flüssigplastik. Und die solltest nach Möglichkeiten nicht unter Wasser ausspülen. Weil du spülst dann kleine Plastikpartikel einfach ins Wasser. Und das muss halt echt nicht sein. Ich finde es halt, wie gesagt, schade, dass es in Bezug auf Meinungen einfach, dass es keine Vielfalt gibt. Dass es sofort abgeht, wenn du mal anderer Meinung bist. Und wir sprechen über Produkte, wir sprechen nicht über wichtige Dinge. Mir ist ganz oft aufgefallen, dass eben ich E-Mails bekommen habe und viele E-Mails und auch Kommentare, die einfach unter der Gürtellinie waren, die sind natürlich nicht mehr freigeschalten, die habe ich gelöscht, weil wer sich bei mir auf meinen Kanälen nicht im Griff hat, der wird halt nun mal gelöscht. Die sich persönlich von meiner Meinung angegriffen gefühlt haben, weil ich ihr Produkt schlecht gemacht habe. Wenn du mit einem Produkt zurechtkommst, ist es doch super. Ich bin doch, wie gesagt, auch nur eine Meinung und Fähnchen im Wind. Nee, ein Fähnchen bin ich nicht. Wenn ich eine Meinung habe, dann habe ich meine Meinung. Ne? So. Für mich war Schminken schon immer Arbeit. Ich kann aber verstehen, wenn das Mädels so als Routine ganz cool finden und das mögen. Für mich war es einfach schon immer Arbeit. Arbeit drauf zu tun, Arbeit wieder runter zu machen. Also es war noch nie irgendwas Positives für mich. Die juckt halt meine Nase, das ist unglaublich. Das ist unglaublich. So. Dann mal Eyeliner, go. So, sehr gut. Kann man machen. Kann man machen. Ich habe zum Beispiel aufgehört, mir die unteren Wimpern zu tuschen, weil ich finde, das sieht komisch aus bei mir, weil ich so lange Wimpern habe.
Und ist natürlich schlecht. So, gerettet. So. Komischer Haarreif raus. Ich hoffe, ich kriege meine Haare noch hin. Weil mein Pony im Moment auch meine restlichen Haare, die locken sich ohne Ende. Mein Pony hatte ich nie Probleme. Jetzt allerdings schon. So. Geht so. Geht so. Der zieht sich gerade in alle Richtungen hoch, aber naja, kann man nicht ändern. So, ich melde mich mal wieder ab, bedanke mich bei dir fürs Einschalten. Schön, dass du mir zugeschaut hast, schön, dass du wieder dabei warst. Ich sage danke fürs Einschalten und bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss.